Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Die Gäste versuchen es heute mit einer extremen Defensive. Und da bin ich wirklich gespannt. Also wenn das klappt, okay. Wenn du unaufmerksam bist, geht es ganz schnell nach hinten los. Höfler. Und das muss natürlich Abschluss geben. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Alles offen. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Erstmal geklärt. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Kampel. Ah, das hätte gefährlich werden können. Höfler. Jetzt gibt es einen Einwurf. Dani Olmo. Henrichs. Yusuf Paulsen, gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ah, oh, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Justin Kluivert. Schöne Aktion. Jetzt ist es gefährlich. Das ist noch gefährlich. Eben. Spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Jetzt haben sie den Ball verloren. Da holen sie sich den Ballbesitz im Mittelfeld wieder. Die Chance! Nee, den Ball trifft er nicht so. Ecke. Vielleicht können sie diese Ecke jetzt nutzen. Die Fans sind da. Der Druck ist im Moment enorm. Ecke kommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Kevin Kampe. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Marcel Sabitzer. Da steht die Abwehr sicher. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Und das ist der Ballverlust. Lässt sich hier weit zurückfallen. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Ballverlust. Im Moment wirkt RB Leipzig auf mich schon deutlich wie die stärkere Mannschaft, also zumindest was den Ballbesitz angeht. Und ich glaube, bei den Chancen, die sich die Mannschaft ja auch erarbeitet, ist das Führungstor nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt Sabitzer. Kampel. Angelino. Und Ballverlust. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Lukas Höhler. Klasse Einsatz. Sie kämpfen um den Ball. Kampel. Dani Olmo. Schöner Pass jetzt. Franke kommt weit. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein und dann bringt er den Ball im Tor unter. Gar nicht besonders hart.
Aber mit so einem Ball hat der Torhüter nicht gerechnet. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Höfler. Leipzig jetzt mit dem Einwurf. Orban. Dani Olmo. Henrichs. Campe. Angelino. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. RB Leipzig macht das Tor. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Ball ist wieder weg. Campe. Angelino. Jetzt Sabitzer. Dani Olmo. Henrichs. Hereingabe in die Mitte. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Eck in den Strafraum. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2-0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Richtig gute Partie heute von ihm. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Da holen sie sich den Ballbesitz im Mittelfeld wieder. Yusuf Pausen, der Ballverlust. Pass kommt nicht an, das muss Einwurf geben. Ibrahima Konaté. Angelino. Campe. Henrichs. Yusuf Paulsen. Tolles Zuspiel. Trifft er, ja! Drin, Tor! Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0. Die Nummer 3, Angelino.
Ball ist jetzt wieder weg. Die Gäste werden wechseln. Dani Olmo. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Justin Kluivert. Roland Salai. Sie kommen jetzt über außen. Setzt sich da schön durch. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Macht das da gut. Gut verteidigt hier. Henrichs. Dani Olmo. Erneut so ein hervorragender Pass. Ja, könnte was werden. Ball an den langen Pfosten. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Benjamin Henrichs. Neu im Spiel. Die Nummer 8. Amadou Haidara. Jetzt ist es gefährlich. Gut geklärt, das war wichtig. Yusuf Paulsen. Griffo. Günther. Abraschi. Roland Salai. Ermedin Demirovic. Was macht er draus? Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Amadou Haidara. Kampel. Angelino. Justin Kluivert. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da ist die Flanke ins Zentrum. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Da oben, der fordert den Ball. Dani Olmo. Ja, guter Pass. Flagge kommt ganz weit. Sie machen das Tor. Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh draufgegangen, früh gestört. Klasse Aktion. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores. Da ist die Flanke. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Die Nummer 9, Yusuf Paulsen. Jetzt haben sie den Ball. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Ball läuft gut. Sehen wir hier auch. Und das ist ja immer wieder der Fall heute. Ja, machen Sie klasse. Ist ganz sicher eine Ihrer großen Stärken. Griffo. Macht er gut. Vincenzo Griffo. Jonathan Schmid. Ermedin Demirovic. Ah, das hätte gefährlich werden können. Jetzt warten hier beide Teams auf den Abpfiff. Das war eine einseitige Partie und wir sehen einen verdienten Sieger. Schmid. Und da ist der Ball wieder weg. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Amadou Haidara. Klasse Pass. Yusuf Paulsen. Er schießt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. So, 1 Minute kriegen wir hier noch oben drauf.
Und das ist der Schlusspfiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend.